Wir alle haben irgendwann mal mit diesem tollen Sport Airsoft begonnen und schon ziemlich bald am Anfang haben wir von Kollegen oder in irgendwelchen Foren erfahren, wie wir denn unsere Airsoft-Waffen von zu Hause zum Spielfeld transportieren müssen. Und in den meisten Fällen machen es die meisten auch wirklich richtig. Aber wenn du es genau wissen willst, alle Zusammenhänge genau verstehen willst, genau wissen möchtest, wie es im Waffengesetz steht, wie es der Gesetzgeber sagt, dann schau dir dieses Video an. Zuallererst müssen wir uns im Klaren darüber sein, dass beim Transport von Waffen es sich immer um das Führen von Waffen handelt. Dazu habe ich ein weiteres Video gemacht. Transport ist gleich Führen. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Und wenn wir eine Waffe führen, eine Schusswaffe führen, dann brauchen wir dafür immer, wie wir alle wissen, eigentlich einen sogenannten Waffenschein. Und das gilt nicht nur für erlaubnispflichtige Schusswaffen, wie zum Beispiel unsere Feuerwaffen, sondern eben auch für unsere Druckluft-Federdruckwaffen mit F im Fünfeck, deren Erwerb und Besitz, wie wir ja alle wissen, von der Erlaubnispflicht eben freigestellt ist. Wie sieht es mit unseren Airsoft-Waffen unter 0,5 Joule aus? Diese sind ja grundsätzlich vom Waffengesetz ausgenommen. Somit dürfte ich diese ja eigentlich ohne Erlaubnis führen. Jedoch handelt es sich ja bei den allermeisten Airsoft-Waffen unter 0,5 Joule auch um sogenannte Anscheinswaffen, also Gegenstände, die echten Feuerwaffen nachgebildet sind. Und somit greift hier der Paragraph 42a das Verbot des Führens von Anscheinswaffen. Wenn der Gesetzgeber nun verlangt, dass wir einen Waffenschein haben, um eine Schusswaffe zu führen von zu Hause zum Airsoftfeld, dann müsste er uns ja quasi auch einen Waffenschein erteilen, aber das ist so nicht vorgesehen. Deswegen gibt es im Waffengesetz eine Erleichterung für uns, für Sportschützen, für Sicherheitsdienste, ja, für sämtliche Waffenbesitzer. Und zwar steht diese Erleichterung, nenne ich es mal, im Paragraph 12 im deutschen Waffengesetz. Und zwar sagt der Gesetzgeber hier, eine Erlaubnis zum Führen von Waffen bedarf nicht, wer diese nicht schussbereit und nicht zugriffsbereit von einem Ort zu einem anderen Ort befördert, sofern der Transport der Waffe zu einem von seinem Bedürfnis umfassten Zweck oder im Zusammenhang damit erfolgt. Hier sagt der Gesetzgeber eindeutig, du brauchst eine Erlaubnis, wenn du eine Waffe, eine Schusswaffe führen möchtest, eine Airsoft-Waffe führen möchtest von zu Hause zum Airsoft-Feld. Aber du brauchst eben diese Erlaubnis nicht, wenn du diese Voraussetzungen beachtest und einhältst. Um das genau zu verstehen, auf was wir hier alles achten müssen, werden wir jetzt hier diese vier enthaltenen Punkte genauestens klären. Zum einen, was bedeutet überhaupt schussbereit? Denn die Waffe darf beim Transport ja eben nicht schussbereit sein. Was bedeutet zugriffsbereit? Denn die Waffe darf ebenso nicht zugriffsbereit sein. Was bedeutet von einem Ort zu einem anderen? Und die letzte Frage, die wir uns stellen, die aber, sage ich jetzt schon mal vorab, für uns weniger von Relevanz sein wird, ist das Bedürfnis. Was ist das Bedürfnis? Als allererstes klären wir den Begriff schussbereit. Dazu schauen wir im Waffengesetz in die Anlage 1. Und zwar sagt der Gesetzgeber hier Folgendes. Eine Waffe ist schussbereit, wenn sie geladen ist. Ja, was bedeutet geladen? Das heißt, führt der Gesetzgeber genauer hier aus, dass Munition, Achtung, oder Geschosse in der Trommel, im in die Waffe eingefügten Magazin oder im Patronen- oder Geschosslager sind, auch wenn sie nicht gespannt ist. Für uns ist hier sehr, sehr wichtig der Punkt Geschosse. Und zwar deswegen, weil wir beim Airsoft keinen Kontakt mit Munition haben. Wenn es heißen würde, ja, schussbereit ist die Waffe, wenn sie geladen ist, das heißt, wenn sich Munition in der Waffe befindet oder sonst irgendwas, dann wären wir komplett raus. Aber es gibt vier verschiedene Munitionsarten. Das ist einmal die Patronenmunition, die pyrotechnische Munition, die hülsenlose Munition und die sogenannte Kartuschenmunition. Aber unsere Airsoft-BBs oder Airsoft-Gas oder Akkus, ja, das ist gar keine Munition. Und wenn wir jetzt nur mal über die Airsoft-BBs sprechen, dann sagen wir, das ist definitiv keine Munition, erfüllt eben nicht den Begriff der Munition, sondern das ist im Gesetz auch definiert, das sind sogenannte Geschosse. Und Geschosse steht eben auch nochmal im Gesetz bzw. in der
Verwaltungsvorschrift zum Waffengesetz, das ist definitiv keine Munition. Aber hier bei der Begriffsbestimmung eben, was ist schussbereit, was bedeutet schussbereit, sagt der Gesetzgeber, es reicht aus, wenn sich schon Geschosse in der Waffe in irgendeiner Form befinden, dann ist die Waffe geladen. Also für uns nochmal in einem Magazin, das in der Waffe entweder fest integriert ist oder das eben in die Waffe eingefügt ist zum Beispiel. Oder wenn die Geschosse im Lauf sind oder im Patronenlager oder in der Trommel eines Revolvers. Also Geschosse allein reicht schon aus, dass diese Waffe als schussbereit gilt und das darf eben beim Transport nicht der Fall sein. Kommen wir zum nächsten Punkt und zwar zugriffsbereit. Die Waffe darf beim Transport nicht zugriffsbereit sein. Was bedeutet jetzt zugriffsbereit? Wann ist eine Waffe zugriffsbereit? Da schauen wir eben auch in die Anlage und hier steht, nach der gewählten Definition ist eine Waffe zugriffsbereit, wenn sie unmittelbar, also mit wenigen schnellen Handgriffen in Anschlag gebracht werden kann. Hier gibt es eine schöne Faustformel, denn hier kann ich mir jetzt irgendwas überlegen. Ja, wenn sie unmittelbar, also mit wenigen schnellen Handgriffen in Anschlag gebracht werden kann, was ist denn mit wenigen Handgriffen? Für den einen sind 10 Handgriffe wenig, für den anderen nur 2. Deswegen gibt man hier uns eine Anleitung mit auf den Weg und sagt, die Waffe ist zugriffsbereit, wenn ich es schaffe, mit weniger als 3 Handgriffen und in unter 3 Sekunden diese Waffe in Anschlag zu bringen, ich sage immer, an diese Waffe ranzukommen, ja, dann ist eben diese Waffe zugriffsbereit. Schaffe ich das nicht in weniger als 3 Sekunden mit weniger als 3 Handgriffen, dann ist diese Waffe eben nicht zugriffsbereit. Klassiker, habe ich die Waffe im normalen Holster, ist sie definitiv zugriffsbereit. Der nächste Klassiker, als Beispiele oft genannt, wenn sie im Fahrzeug neben mir auf dem Beifahrersitz liegt, die Waffe, dann ist sie definitiv zugriffsbereit. Wann ist sie denn klassischerweise nicht zugriffsbereit, sagt der Gesetzgeber, am besten in einem verschlossenen Behältnis. Ein Behältnis ist zum Beispiel hier so ein Koffer, der sich sehr gut eignet, Hartschalenkoffer zum Beispiel. Es gelten aber auch die ganz normalen Futterale für Gewehr, Pistole aus Stoff mit Reißverschluss, die ich dann zum Beispiel mit einem Vorhängeschloss verschließen kann. Das ist dann die allerbeste Lösung. Da macht man dann quasi gar nichts falsch. Es steht nirgendwo im Gesetz, ich muss so einen Hartschalenkoffer haben. Wie du das machst, ja, das kannst du dir selbst ausdenken. Aber ich rate persönlich dazu, es gescheit zu machen. Womit wir jetzt auch den nächsten Begriff geklärt haben, kommen wir dann zum dritten und zwar ja von einem Ort zu einem anderen. Warum schreibt der Gesetzgeber das bei dem Punkt erlaubnisfreies Führen, also transportieren mit rein? Ganz einfach, wenn jetzt hier nur stehen würde, du darfst eine Waffe, eine Schusswaffe ohne Erlaubnis führen, wenn du sie nicht zugriffsbereit, nicht schussbereit transportierst, ja, dann könnte ich diese Waffe stets und ständig bei mir im Auto nicht zugriffsbereit, nicht schussbereit dabei haben und ja, könnte damit jederzeit dauernd rumfahren. Und das will der Gesetzgeber vermeiden. Deswegen steht hier beim Transport, beim erlaubnisfreien Führen eben auch von einem Ort zu einem anderen. Und das ist eben nicht dauerhaft im Koffer bei mir haben, sondern das ist der Weg von mir zu Hause zum Beispiel zum Airsoftfeld. Das ist der Weg von mir zu Hause zu einem Kollegen, dem ich die Waffe zeigen möchte. Das ist der Weg vom Waffenhändler zu mir nach Hause und so weiter und so fort. Ich glaube, wir haben das alle schon verstanden, wie es gemeint ist. Womit wir den letzten Punkt eben klären und zwar sagt ja der Gesetzgeber, dass der Transport immer nur im Zusammenhang mit dem Bedürfnis stattfinden darf. Das Bedürfnis gilt hier für uns eher weniger, sondern damit sind eher, sage ich mal, die Waffenbesitzer von erlaubnispflichtigen Schusswaffen gemeint. Denn die erlaubnispflichtige Schusswaffe, die darf man nur erwerben und besitzen, wenn man denn ein Bedürfnis nachweist. Kann man das nicht nachweisen, dann bekommst du diese Waffe gar nicht. Und auf dieser Grundlage findet dann auch der Transport statt. Zum Beispiel der Sportschütze bekommt seine erlaubnispflichtige Feuerwaffe, weil er damit sportlich schießen möchte. Das bedeutet, der Transport beim Sportschützen darf nur stattfinden, wenn er sie
zum Beispiel von zu Hause, ja, zum Schützenverein oder zu einem anderen Schützenverein, zum Turnier transportiert oder zum Büchsenmacher transportiert und so weiter. Also es muss immer mit dem Bedürfnis, warum hat er diese Waffe überhaupt bekommen, sage ich immer, zu tun haben. Unsere F im Fünfeck Waffen sind aber an kein Bedürfnis gekoppelt. Jetzt räumen wir aber noch mit einem Mythos auf, und zwar habe ich das schon so oft in irgendwelchen Foren gelesen und so oft schon gehört, und das ist einfach komplett falsch. Und zwar, Waffe und Munition darf man nur getrennt voneinander transportieren. Wo steht das? Nirgendwo. Wo stand das? Also seitdem ich mich mit dem Waffengesetz befasse, stand das auch niemals im Waffengesetz. Das ist einfach falsch. Waffe und Munition darf man sehr wohl in einem Behältnis zusammen transportieren. Zum Beispiel meine erlaubnispflichtige Pistole und daneben in diesem Koffer eine Schachtel mit Patronenmunition in der handelsüblichen Verpackung. Das war, seitdem ich das Waffengesetz kenne, noch niemals ein Problem. Zum Problem hätte es werden können, wenn du deinen Transport unterbrichst, zum Beispiel zu einer Tankstelle fährst und da einen kurzen Zwischenstopp einlegst. Ja, dann sprechen wir nicht mehr vom Transport, sondern dann bewahrst du die Waffe im Fahrzeug auf. Und Aufbewahrung war immer Waffe und Munition grundsätzlich getrennt voneinander. Das stimmt, dann hätten wir gegen diese Vorschrift verstoßen, ist aber seit 2017 auch hinfällig, denn dieses Gebot der getrennten Aufbewahrung von Waffen und Munition ist eben mit der Gesetzesänderung 2017 entfallen, gilt also somit auch nicht mehr. Aber warum uns das hier sowieso im Bereich Airsoft gar nicht interessiert, ist wieder der Punkt, dass wir hier gar nicht von Munition sprechen. Wir haben hier Waffen, ja, das ist sehr wohl der Fall, aber wie vorhin schon genannt, Airsoft-BBs, Akkus oder Airsoft-Gas, CO2-Kartuschen, das ist definitiv keine Munition und somit würde das hier sowieso gar nicht zum Tragen kommen. Aber nun die letzte Frage, die uns immer wieder über den Weg läuft. Dürfen wir volle Magazine mit zum Airsoft-Feld nehmen? Aber natürlich dürfen wir das. Du kannst deine Magazine mit Plastikkugeln, Airsoft-BBs voll machen und diese mit zum Airsoft-Feld nehmen. Da sagt der Gesetzgeber gar nichts. Der Gesetzgeber sagt gar nichts über den Transport von Geschossen. Geschosse sind im Waffengesetz quasi in dieser Form gar nicht relevant. Jeder darf sogar ein 9mm Bleigeschoss, ist Blei überhaupt noch erlaubt, erwerben, darf dieses zu Hause haben. Das zählt quasi gar nicht. Das ist einfach nur ein Stück Metall. Und so sieht es auch mit unseren Airsoft-BBs aus Kunststoff klassischerweise aus. Das sind Geschosse und die kannst du auch in der Hosentasche mit dir rumtragen. Also volle Magazine sind natürlich in Ordnung. Aber es gibt aus meiner Sicht so viele Gründe, die dafür sprechen, dass wir mit leeren Magazinen zum Airsoft-Feld fahren und diese dort in aller Ruhe befüllen. So sind wir am Ende angelangt. Wir wissen jetzt ganz genau, wie es im Waffengesetz steht. Was bedeutet transportieren? Was steckt dahinter? Was ist schussbereit, zugriffsbereit? Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und ich hoffe, ich sehe dich beim nächsten Video wieder. Ich bedanke mich bei dir, wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Flacco. Ciao.